So, jetzt ist auch die Nervosität weg nach dem ersten Lied. Ist ja immer ganz furchtbar. Obwohl, ich glaube, beim Kochen war ich noch nervöser. Das Einzige, was ich kochen kann, und das ist ein Geheimrezept meines Vaters, ist, er nennt es das Rezept Nudeln allerlei. Ihr kennt doch bestimmt alle, wenn nichts mehr im Kühlschrank ist und man hat irgendwie richtig viel Hunger, dann nimmt man einfach alles, was irgendwie verwertbar ist, aus dem Kühlschrank und schmeißt es einfach zu Nudeln dazu. Schmeckt super. Okay, das nächste Lied heißt Come and Gone und da gibt es ganz hinten einen Teil, da würde ich mich super freuen, wenn ihr mitsingt. Ich gebe euch Anzeichen und so weiter. Ist auch ganz einfach, geht mit dem folgenden Text dü 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 dü. It makes you wanna run, feel like you're under gun. It's never what it seems to be. You held it in your head, I'll take it to the end. Guess you have to wait and see. Oh no, wait and see. So long I did believe that it's gone. How do you feel? They said that we could find it all fair somewhere, but somebody out there said, yeah, it's come and gone. We've as you passing by, remember you and I. So won't you do it over again? Dressed up in confidence in every circumstance, nothing to show for where you've been. Oh no, where have you been? Where have you been? Where have you been? Und jetzt alle Hände nach oben. So long I do believe that it's gone. How do you feel? They said that we could find it out there somewhere, but somebody out there, you say, yeah, it's coming. It's coming and gone. Das ist der Teil, den ihr euch merken müsst. So, jetzt, liebe Hamburger, enttäuscht mich nicht. So, drei, vier. Aber ich bin der Meinung, nach so einem leckeren Bauernfrühstück geht es noch viel besser. Und nochmal auf! Und jetzt mal nur die Männer. Eins, zwei, drei, vier. Nicht den beschämten Nachbarn anschauen. Und jetzt mal nur die Frauen. It's coming.
gern einmal noch hören. It's come and gone. Yeah! Yeah! Beklatscht euch mal selber. Yeah!